Hallo und herzlich willkommen. Wir versuchen es mit dem zweiten Tape jetzt einfach. Wir sind da bei den Backenbart-Brüdern und abseits des beleuchteten Fruchtbarkeitsbaumes von Tobi in seinem Hintergrund haben wir diesmal auch wieder einen Gast mit dabei. Und zwar wäre das, nicht der Fisch da unten. Ja, wir sind nicht hinter die Aquaristen gegangen, sondern das ist Dori. Hallo Dori. Einen wunderschönen. So. Gut, sie steht auf kurze, knappe Antworten. Der Podcast wird sehr kurzweilig. Stellt euch schon mal auf einsilbige Antworten ein. Ja, es wird nichts mit Kommas, keine Schachtelsätze. Da wird alles, es wird einfach Subjekt, Prädikat, Objekt und dann passt das einfach schon. Raus mit. Mehr braucht man nicht. Einfach raus, so wie es sein genau. muss. Sehr schön. Vollkommen ausreichend. Gut, Dori. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie hast du es in den Podcast geschafft? Wie habe ich es in den Podcast geschafft? Ich habe eure Podcasts gehört und habe gedacht, das ist interessant, ich schreibe Paco mal an, weil ihr auch den Aufruf gemacht habt, wer vielleicht interessante Berufe haben könnte und wenn man sich angesprochen fühlt, kann man sich melden und das habe ich getan, weil ich genau denke, ich habe so einen Beruf. Gut, nachdem du ja die Podcasts alle schon durchgehört hast, brauchen wir die Frage nicht stellen, wie es um deinen Gesundheitszustand, deinen geistigen steht. Ich bin durch. Demnach können wir die ja direkt skippen. Ich denke, dann wird Tobi bestimmt die eine oder andere Frage in petto haben. Ja. Oder müssen wir erst deinen Fruchtbarkeitsbaum fragen? So, Rakel sagt, wir können loslegen. Es ist bereit. Okay. Ja, das ist bereit. Ist er bereit? Ich bin bereit. Er hat auch gerade auf Türkis gewechselt. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Das ist so ein Stimmungsbaum, weißt du? Das wechselt ja laufend die Stimmung. Du bist pink innerlich. Ja. Ich fühle das heute. Und nach dem Aufwärmtakt heute bin ich richtig, richtig dabei. On fire. Richtig on fire hier. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Ich war da nicht da, die haben sich alleine unterhalten, deswegen. Es wird aber immer besser, ne? Also, der kann lügen, ohne rot zu werden, oder? Ja, ich glaube. Das ist ein Filter. Ja, das habe ich vorhin so eingestellt. Dass es so funktioniert, weil das ist ja, wir sind ja hier auch live auf YouTube, ne? Abonnieren. Auf YouTube. Abonnieren, favorisieren. Hieß es früher, jetzt hieß es abonnieren und die Glocke drücken da unten, ne? Ganz genau, wichtig. Wir sind live auf dein Rohr. Lass mal eine Konkurrenzplattform aufmachen. Mal gucken, wie lange die lebt. Dein Rohr. Ja, sehr schön. Herzlich willkommen auch von mir, Dori, und vielen Dank, dass du dabei bist und dass du dir das antun möchtest, ja. Und dass du noch nach dem Vorgespräch da bist. Das ist schon mal erwähnenswert. Also ich glaube, es hat geholfen, dass ich die Podcasts vorher gehört habe. Das ist sehr gut. So in etwa wusste, was auf mich zukommt. Ja. Aber wie gesagt, ne, also wir haben es ja schon öfter erwähnt, das ist ja gar nicht so schlimm, was wir hier machen, ja, wenn wir live sind, weil das, was davor passiert, ist viel schlimmer. Also kommt gerne her, wenn ihr das hören möchtet und mal hier quasi Backstage kommen möchtet, aber dann müsst ihr halt auch im Podcast auftreten. Das müsst ihr dann schon. Neischnuppre ist nichts. Neu. Das ist schon voll drin und fertig. So Schnuppertag gibt es bei uns nicht. Ganz oder gar nicht. So ist das, genau. So sieht's aus. Aber Dori, du hast dich getraut, das ist schon mal der erste gute Schritt hierher. Und erzähl mal ein bisschen, was du machst und warum du hier bist und was du über heute erzählen möchtest. Naja, also wie gesagt, ich habe es ja eingangs schon gesagt, ihr habt nach interessanten Berufen gefragt, die vielleicht auch gar nicht so die Beachtung finden, wie sie es verdient hätten. Mhm. Ich arbeite bei der Post. Also ich bin im Brief- und Paketdienst zuständig. Deutsch kann sie nicht. Wir auch nicht. Gut, okay. Perfekt. Nicht, ja. Nein, ich stelle halt einfach Briefe und Pakete zu. Das ist teilweise durchaus ganz schön anstrengend. Mhm. Und trotzdem macht der Job Spaß. Ja. Mhm. Da habe ich gerade eine Frage. Du bist ja dafür zuständig, ne? Warte mal kurz. Ich warte immer noch auf ein Päckchen von Dezember 2006, das mir hätte in den Auslandseinsatz in Afghanistan geschickt werden sollen. Ist bis heute nirgendwo angekommen. Also da hätte ich jetzt mal zwei, drei Fragen dazu. Wenn du gerade so Zeit hättest, wäre das echt klasse. Hat's behalten. Netter Versuch, aber wahrscheinlich liegt es beim Zoll. Gut, dann haben die auf jeden Fall Spaß gehabt damit. Deine Speziallieferungen musst du halt immer beim Zoll abholen, Patrick. Das ist unfassbar, ne? Also musst du mal bessere Verpackungen ausdenken.
Themawechsel. Warum? Weißt du, die Leute heutzutage hat es nicht sowas gereicht, die aufblasbare Puppe irgendwie in das Papier, also aufzublasen, in das Papier einzuwickeln? Hm. Nein. Weißt du, wenn die Silikonskulptur draufschreiben, dann weiß jeder, was drin ist. Ja. Da kann es noch so gelabelt sein und noch so inkognito sein. Häkchen für Patrick. Also, Mensch, so ist meine das. Trainingspuppe für erste Hilfe ist da. Mit Lippenstift. So kann man das auch nennen. Sehr schön. MSK 18 ist schon safe dabei. Ja, sowieso, ja. Ja, schön. Dori, wie lange übst du den Beruf denn schon aus? Wie lange gönnst du das schon? Gönnen ist auch super. Also hoffentlich kannst du den Beruf schon. Also okay, Entschuldigung. Ich habe den Beruf tatsächlich sogar gelernt. Ja. Es gibt geplant. Eine Ausbildung? Echt jetzt? Ja. Okay. Tatsächlich. Also ja. Für Briefträger? Okay. Ja. Ja, umgangssprachlich Briefträger, und es gehört aber auch ein kleines bisschen mehr dazu, als einfach nur Briefe in den Briefkasten zu stecken. Ne? Also du hast ja auch so Sachen wie Einschreiben, du hast Sachen wie diese Postzustellungsurkunden. Wenn du da irgendwas falsch ausfüllst, dann bist du mit einem Bein schon fast im Knast. Übertrieben gesagt, aber wenn du da was falsch ausfüllst, ist halt schon gravierend. Okay. Das sind halt diese netten gelben Briefe, die eigentlich keiner haben will. Ja, oder wenn ich mir denke, wenn du jetzt in so einem riesen Häuserblock bist oder so, wo 40 verschiedene Klingeln sind, da kannst du dich auch mal ratzfatz vertun, oder? Ja, klar. Kann schon passieren. Da habe ich ein ganz gutes Beispiel. Ich bin tatsächlich Gruppenspringer aktuell. Das heißt, ich habe jeden Tag einen anderen Bezirk. Geht in eine Gruppe raus, so eine Sportart. Ja, man hat halt so Dienstplangruppen, ne? Das sind halt immer fünf Bezirke. Einmal die Woche haben die ja jeweils frei, weil wir jetzt samstags auch arbeiten. Und dementsprechend, irgendwer muss ja dann da zustellen, wenn die Stammzusteller eben frei haben. Und aktuell bin ich das in einer Gruppe halt. Und da ist auch ein Hochhausbezirk mit dabei. Es sind halt Hochhäuser, da wohnen halt um die 180 Wohnungen, also Leute, ne? Ja. Das sind halt riesige Briefkästenanlagen. Da haben wir halt auch komplett Listen. Das heißt, wir können morgens schon auf, ne, alphabetisch sortiert. Guckst du halt, welche Briefkastennummer das ist, und sortierst sie dann die Briefe halt einfach noch nach Nummern. Weil ansonsten stehst du da ewig. Du würdest da hin und her laufen und würdest wahrscheinlich am Ende trotzdem nichts finden. Ja. Das heißt, du kommst morgens da rein und musst selber dann, ordnest du dir das dann zusammen oder ist das schon fertig, sagen wir mal, gepackt, dass du dir dein Wagen, Auto oder wie auch immer schnappst und los geht's? Nee, das sortierst du alles selber. Das heißt, ich komme halt morgens an, nehme mir meinen Scanner, melde mich da dran an und dann haben wir Spinte. Also das, wie erklär ich das jetzt? Das sind halt so Zustellspinte, wo halt immer so kleine Fächer nebeneinander sind. Wo halt mit die Straßen und Hausnummern beschriftet sind. Also meistens sind es zwei Häuser pro so im Fach, sodass du halt vorne Nummer 2 und dann dahinter die Nummer 4 beispielsweise. Und so, ja, da sortierst du halt die großen Briefe ein. Und die kleinen Briefe, also die wirklich, wie man es kennt halt, ne, die kleinen Briefe, die sind halt vorsortiert. Okay. Also die kommen schon so in der Gangfolge, wie man dann am Ende auch läuft. Okay. Das heißt also, du hast quasi so in der Regel eine feste Tour, ne? Also eigentlich, wenn du nicht jetzt gerade Springer bist oder so? Quasi fünf feste Touren, ja. Okay. Also es sind immer jede Woche dieselben Bezirke dann im Endeffekt. Ja. Das heißt also, im Endeffekt, irgendwann mal weißt du auch, wenn du beim Sortieren musst, immer schneller, ne? Ja, klar. Du weißt, was wer wann wo warum kommt, ne? Ja. Und wie ist das, wenn du jetzt so ein Riesenhaus hast? Ich habe mal gehört, dass ihr eine richtig krasse, da kommen wir vielleicht später auch mal drauf, so richtige krasse Zeiteinteilung habt, ne? Also teilweise so richtig knapp pro Haus, x Minuten und wie auch immer. Wie ist das bei so einem großen Haus? Das irgendwie mit einkalkuliert oder also wie kann man sich da die Zeiteinteilung vorstellen bei euch? Also im Grunde ist das alles komplett einkalkuliert. Also theoretisch. Es funktioniert halt meist noch nicht so, wie es soll, von der Zeit her. Weil
Dann hast du hier mal noch eine Posthof-Sendung, die du noch mit zusätzlich mitnehmen musst. Also so Sachen, ja, Werbung an alle Haushalte oder so. Mhm. Die kommt dann halt noch oben drauf zu den normalen Briefen und Paketen, die du hast. Ja. Die musst du halt dann auch noch in jeden Briefkasten reinwerfen. Außer da, wo draufsteht, bitte keine Werbung einschmeißen. Da ganz genau. Da steckst du dann zwei rein. Alle. Alle geblieben sind. Sollte man nicht tun. 20 Prospekte, du, die kriegt ihr alle. So. Ja. Ja, genau. Der wollte eine Werbung, das K ist vorneweg. So. Ja. 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 Also das heißt, ihr habt diesen Zeitplan, der eigentlich für normale Briefsendungen und Zustellungen gedacht ist, und dann kommt noch on top was da rein, das aber nicht einkalkuliert ist. Habe ich das richtig verstanden? So in gewisser Weise ist es wohl schon einkalkuliert, aber okay. Es sind ja auch ganz viele verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen können. Ne? Mhm. Also ich war ja vorher bei der reinen Paketzustellung und da hieß es immer so 3 Minuten pro Paket. Pro Paket? Mhm. Also wenn einer aber jetzt das ist jetzt nicht nur das Zustellen. Ne? Da ist drin das Parkplatz suchen, da ist drin das Paket zum Haus schleppen, da ist da drin das Klingeln, wenn da keiner da ist, das beim Nachbarn klingeln und wenn du es halt gar nicht los wirst, auch das Benachrichtigen und das alles in 3 Minuten. Und dann, das heißt, nach den festgelegt? 3 Minuten Flash, bist du wieder. Oder? Das ist halt ein, aufgrund der Paketmenge, die wir halt da so im Schnitt hatten. Ja. Also es ist nicht festgelegt, das waren halt einfach so die Mengen, die wir hatten, runtergerechnet auf die Arbeitszeit, waren es halt 3 Minuten pro Paket, die du hattest. Das heißt, du magst mich, wenn ich 10 Sachen bestelle. Ja. Dann hast du eine halbe Stunde Zeit, dann können wir Kaffee trinken. Weißt du, 3 Minuten pro Paket, ne? Oder? Weißt du? Nee, aber wie ist es ehrlich es gemeint? Es ist definitiv vorteilhaft, wenn viele Pakete das ist tatsächlich, auf einmal. Ja, das ist tatsächlich so, wenn einer mehrere Pakete bekommt, dann gilt es pro Paket, auch wenn es eine Person ist, die es bekommt. Ja, klar. Aha. Darf ich allerdings noch eine Sache mit reinwerfen? Umweltschutz. Lappalie. Ich meine, wenn man eine halbe Stunde mit dem Briefträger oder Briefträgerin oder Paketzusteller Kaffee trinken kann, kann man das ja auch mal hinten wegfallen lassen, nicht? Ich meine, solange läuft das Auto halt draußen, ne? So. Ja, noch viel besser. Super. Aber krass. Ich wusste das. Ich wusste das mit den ein paar Minuten. Ich habe so auch so 3 Minuten im Kopf gehabt. Aber das ist ja, also das ist ja schon vor allem dieses mit Parkplatz finden und mit diesem Klingeln, dann warten, bis jemand mal sich rausbemüht. Ja? Mhm. Und dann versteht man aber, glaube ich, auch so, warum halt immer mehr halt einfach das Paket vorne dran stehen lassen. Ne? Ja, oder so. Die ins Gesicht schmeißen. Ja, du Penner, du bist 3 Minuten 20 hast du gebraucht. Also ich habe hier in Spanien eine Paketzustellerin, die habe ich inzwischen umerzogen. Das ist kein Witz. Die hat anfangs hier geklingelt, hat immer gesagt, dass ein Paket da ist und die wollte, dass ich runterkomme. Also dass ich runterlaufe die ganze Zeit. Okay. Und ich hatte dann halt mal eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, dass das Paket bei mir abgeholt wird an der Haustür und wieder weggeht. Das ist halt auch eine Versicherungssache und so weiter und so fort. Ne? Ja, ja. Und dann war die da unten und hat gewartet. Ich gemeint, ich komme jetzt nicht runter. Das Paket ist hier oben. Ich kann gern tragen helfen, aber ich übergebe das hier oben. Weil, ne, wenn irgendwas ist, es fällt jetzt runter oder was ich weiß, dann, keine Ahnung, habe ich halt gelitten. Ja? Und es so, du wolltest eins versenden. Genau. Und es wird abgeholt an der Tür. Und die musste sowieso da noch gucken, dass es alles passt und mit Ausweis. Ich möchte jetzt nicht das ganze Zeug darunter schleppen. Und dann hat die mit mir das Diskutieren angefangen. Ich gemeint, ich verstehe, dass es bei Ihnen auch Zeitdruck gibt, aber umso länger Sie jetzt mit mir diskutieren, ich werde nicht runtergehen. Wenn Sie es nicht abholen, werde ich dann ganz normal, so wie Sie es dann auch gehört, ganz mal reinschreiben, Paketzusteller war da, hat aber das Paket nicht mitgenommen und ich weiß nicht warum. Also egal wie, wir kommen da nicht auf den grünen Zweig. Und das hat die dann so angepisst, dass sie zweimal, wo es nochmal geliefert hat, mit mir nichts geredet hat. Und am dritten Mal hat sie mit mir geredet. Aber seitdem das passiert ist, ist sie immer wieder zu hoch gekommen. Ist sie immer wieder hochgekommen. Seitdem kommt die hoch und ist alles in Butter. Ja, wenn das so geregelt ist, dass das so ist mit der richtigen Haustür, dann passt das ja. Weil ja, natürlich, aber ja ansonsten, also Haftung. Ich habe kein Problem damit, wenn ein Paketbote dann sagt, hey, pass auf, würdest du kurz runterkommen, das Päckchen holen? Hey, Kollege, kein Problem. Alles gut, ich komme schnell runter, nehme das Paket, breche mir keinen ab. Aber dieses, ich erwarte, dass du jetzt runterkommst, das Paket abholst. Ich habe einen Hund oben,
Ja, ich habe mein Stiefsohn da, der Autist ist und so weiter und so fort. Ja, ich, keine Ahnung, weißt du? Der vielleicht Panikattacken kriegt, wenn keiner zu Hause ist. Ja, das sind einfach so Sachen, frag halt, kein Problem. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich kann das verstehen, dass das ganze System mit der Paketzustellung schwierig ist. Also, bevor ich das weitergebe an Dori, weil es interessiert mich auch, bei uns ist es doch so, das gilt die erste Haus, also die erste Tür, ne? Ja, die erste verschlossene Tür. Ja, genau. Mhm. Ist grundsätzlich richtig, aber ich meine, ja. Kundenservice, du bringst es halt trotzdem irgendwie hoch, ne? Kommt drauf an, welcher Stock. Also, wenn einer im Hochhaus wohnt, im 100. Stock, ne? Dann nicht. Ja gut, Hochhaus, ja. Finde ich, ist aber auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ne? Also ich meine, ich habe ja gerade von dem Hochhausbezirk erzählt. Mhm. Wir haben ja da auch kleine Pakete, also da ist noch Brief und Paket getrennt, also das ist tatsächlich ein Laufbezirk. Aber die kleinformatigen Pakete, die haben wir ja trotzdem, also ich glaube so bis 2 Kilo oder was. Ja. Und dafür muss ich ja trotzdem schellen. Das heißt, ich muss ja trotzdem da hoch. Und im Hochhaus kannst du es halt auch nicht mal eben, ne, selbst wenn der sich gemeldet hat und sagt von mir aus, lass es unten, nee, mache ich nicht. Also im Hochhaus bringe ich es dann schon bis nach oben vor die Wohnungstür. Echt? Okay. Ja. Okay, krass. Bei 100, ja. Wie gesagt, bei 180 Wohnungen kannst du nicht irgendwas ins Haus stellen. Kannst du gleich draußen lassen, ne? Kannst du ja, schon machen, aber da kannst du auch gleich aufmachen, ein Schild dran machen for free. Ja, 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 ja. Richtig. Bedient euch. Einer ist da, oh geil, cool. Kannst aufmachen, reingucken, ne? Ja, ja, ja. Ja, Mensch, ja. Du hast den Thermomix so, hier gestanden. In den meisten Fällen, hab ich gefunden. Ich meine, jetzt durch Corona haben wir ja so ein paar Vereinfachungen im Scanner auch gehabt. Mhm. Aber im Normalfall brauchst du ja eine Unterschrift. Das heißt, es kostet dich ja schlussendlich mehr Zeit, mit dem zu diskutieren, dass der jetzt eventuell runterkommt. Siehe Patrick, ja. Ja. Anstatt, genau, dass du so eben schnell selber die 2-3 Treppen hochläufst. Also, ne? Ja. Jetzt, aber, ja? Ja? Nee, frag. Nee. Ich habe eine andere Frage, aber. Oh. Ja, mach. Gut. Ihr hattet da diese Zeit, wo ihr das einfach abstellen durftet. Ja. So. Das ist ja nicht mehr so, ne? Teils. Oder, ja? Also zum Teil ist es nur so, es gibt jetzt die Möglichkeit, als Absender zu sagen, ich möchte, dass da unterschrieben werden muss. Ach so, das macht der Absender, okay. Jetzt. Vorher in Corona-Zeiten war es so, dass wir halt im Endeffekt die Pakete definitiv unten abstellen. Wir mussten natürlich trotzdem schellen. Wenn keiner da war, ist dieselbe Vorgehensweise gewesen wie vorher auch. Ja. Aber wenn da jemand da war, dann durften wir es im Haus abstellen. Okay. Also kein direkter Kundenkontakt in dem Fall. Ja, ne? Genau. Ja. Genau. Und was ist natürlich durchaus eine Zeitersparnis. Das machen wir uns nichts vor, ne? Ja klar, ich meine. Set, ne? Klingeln, reinstellen oder ranstellen, fertig. Richtig. So macht es ja auch Amazon, ne? Also ich krieg, wenn ich nicht da bin, nur so Pakete. Dann kriege ich irgendwie in der Amazon-App kriege ich dann so ein Bild von meiner Haustür mit dem Paket unten dran. Echt? Aber wir sind ja nicht, ja. Die, also hier nicht. Die klingeln und dann ist für die erledigt. Hier nicht. Klingeln, also hier, Bild machen, ciao. Hier klingeln die ganz normal und klingeln zweimal und gehen dann ganz normal hoch. Ich meine, klar, die sind fix, ne? Also die sind eigentlich, die kommen mit gestreckter Hand schon hin und auf dem halben Weg gefühlt drehen die schon um, klar, ne? Wegen dem Zeitdruck sehr wahrscheinlich. Je nachdem, wie schwer das Paket ist, kannst du das machen, ja? Ja, ich glaube, der eine, der mir damals den PC gebracht hat, der habe ich nie wieder gesehen. Der kam nie wieder. Das hat die Tour geändert wegen dir. Das hat 20 Kilo gewogen und da war noch nicht mal alles drin. Da kam am nächsten Tag nochmal ein Päckchen, glaube ich, 5 Kilo an. Mit allem drum und dran, wo Ersatzteil, was alles mit drin war, weil das Maximum waren 20 Kilo und das hat er gerade so erreicht damit. Der ist nach seinem Paket in Rente gegangen. Der hat so kein, du hast es dem angesehen, es war Sommer, übelste Hitze und der hat keinen Bock gehabt. Ich meine, ich bin auf der Hälfte dann auch, ne, runter und habe ihm dann geholfen. Ja. Kein Ding, aber ich stehe ja auch nicht oben und warte so, jetzt schleppt ihr mal einen ab. Also, also es muss ja auch nicht sein. Das ist auch so ein Ding, wo ich dich auch fragen wollte, Dori, wie das ist, weil ich hatte auch was richtig Schweres, also 25 Kilo bestellt. Ich wusste aber nicht, dass es so krass schwer ist. Er hat einfach bei Amazon 25 Kilo bestellt. Was hast du mit den 25 Kilo angefangen? Ich bei Amazon. Das ist
Ich habe auch mal 25 Kilo bestellt. Ich habe was bestellt, was 25 Kilo gewogen hat. Entschuldigung. Ja? Ich habe 25 Kilo. Ich hätte gern 25 Kilo. Weißt du, scheißegal, ich will einfach Sand. 25 Kilo. Bestellst du nicht einfach irgendwie auch mal 10, 20 Kilo? Ja. So. Mach ich immer. Die habe ich auf die Hüfte geschickt bekommen, seitdem kriege ich sie nicht mehr weg. Das ist so ein Ärger. Rückgaberecht, hast einfach ein Umtauschrecht, hast du versäumt. So. Kannst du nicht mehr zurückgeben, ohne dass was kostet. Jetzt mal früher hier, ne? So, genau, also 25 Kilo bestellt, einfach random. Und, ich, und dann kamen die an, ja, und dann war ich aber zufälligerweise gerade draußen am Auto und hab dann ihr da reingeholfen und dachte mir auch, warum kommt der Scheiß nicht per Spedition? Also, habt ihr da eine Obergrenze oder wie ist das? 31,5 Kilo, ja. Boah, was? Ja. 31,5 Kilo. Ja. 31, so, was ist Kilo. Denn jetzt, wenn du, also nicht weil du jetzt eine Frau bist, sondern egal wer, was ist, wenn der Postbote oder der Zusteller oder Zustellerin das nicht gehoben bekommt? Aus welchen Gründen auch immer. Sagen wir mal, ganz gutes Beispiel, was ja immer passieren kann, in dem Fall bei einer Dame, bei einer weiblichen Mitarbeiterin. Sie ist schwanger, kann aber ganz normal arbeiten, sollte aber, wie es ja bekannt ist, wenn man eben schwanger ist, nicht schwere Lasten tragen. So, und findet so 20, 30 Kilo ist schwer. Warum ich darf ja die Tour nicht fahren, oder? Was ist denn dann? Ja. Wenn das auf ihrer Tour liegt. Ja, musst du es trotzdem mitnehmen. Also klar, morgens helfen mir dann schon mal Kollegen. Logisch, ja. Damit ich das überhaupt ins Auto kriege. Und schlussendlich, also bis jetzt habe ich es noch nicht gehabt, dass die Kunden dann nicht geholfen haben. Ich meine, ich habe einen Mund, mit dem ich fragen kann, ne? Mit dem ich halt auch sagen kann, ey, hallo, kann mir da vielleicht jemand helfen? Und die meisten machen es einfach. Aber wenn jetzt so eine so Oma Elfriede 30 Kilo Hundefutter bestellt hat, die kann dir nicht helfen. Für ihr Chihuahua. Ich meine, das ist eine Lebensration. Weil es war ein Angebot. Pedigree, die ganzen Stücke. Was macht die denn? Sagt die auch, ich helfe ihnen. Ich stelle mir gerade vor, wie der Chihuahua in diesen Cerealring den ganzen Kopf durchgeschoben kommt. Bloß weil irgendwie Prime Day oder sowas gewesen ist und Oma Trude gemeint hat, so 30 Kilo Hundefutter. Ja, ich hab dir eine Palette bestellt, du. Ja, im Grunde muss es irgendwie gehen. Ey, das ist ja echt, also zu mir hat die Dame gesagt, normalerweise wäre eine Kollegin dabei gewesen, aber die ist krank geworden, dann war halt nur sie auf der Tour. Mhm. Und wenn ich nicht da gewesen wäre, dann hätte sie dieses scheiß schwere Paket wieder da mitnehmen müssen, weil die muss es ja wieder in die Postfiliale liefern. Ja. Und das ist so, also was ist das? Ja, auf der anderen Seite muss man aber halt auch sehen, wenn du immer noch rentabel sein möchtest, also sagen wir es mal so, nicht auf die Spitze getrieben rentabel, ne? Es wird ja heute alles nur noch optimiert, in allen Bereichen, egal was. Es wird ja im Endeffekt bei den ganzen Sachen, egal wo wir sind, bei den Berechnungen, ich glaube, nur noch seltenst die Ressource Mensch mit einberechnet. Ja, und Eventualitäten, dass du alle nicht reinpacken kannst, auch klar, aber ich meine, alles, was du siehst mit den ganzen Veränderungen, alles wird optimiert, wird einfach der Mensch vergessen. Und da setzen sich halt Leute hin oder irgendwelche Programme und hauen das dann durch und entweder schaffst du es oder nicht, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die schaffen es irgendwie. Aber wie du schon gesagt hast, ich glaube, dann braucht man sich nicht wundern, dass man teilweise Päckchen bekommt, die total im Arsch sind. Ja, weil die einfach, wenn du so in diesem Stresslevel bist, und ich glaube, da kannst du, Dori, dann auch was sagen. Nicht, dass du sowas machst, aber ich denke, es kann dir leicht passieren, weil du bist in diesem Trott, du hast übelst Druck, du wirst ständig überwacht, sehr wahrscheinlich, die werden ja wissen, wo das Auto ist, es ist 100%ig GPS überwacht. Stimmt. Ja? Wo es dann bestimmt auch mal vorkommen kann, wenn was ist, hey, was ist denn los, du müsstest schon längst wieder weitergefahren sein, oder? Nee, das zum Glück nicht. Also, Okay. Wir haben diese GPS-Überwachung insofern, dass der Kunde das Paket nachverfolgen kann. Über unseren Scanner natürlich. Also unser Scanner hat GPS, aber ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt, dass der Chef angerufen hat, du müsstest jetzt schon weiter sein. Aber er sieht's. Weil das System ist ja da, ne? Also
klar, mag sein, ja, dass das sieht, ja, aber... aber ich meine, das ist schon mal gut, dass du, ja, nicht, dass du nicht so Druck kriegst. Also den nicht Druck kriegst du dann teilweise von Kunden, ja. Ja, gut. Weil klar, sie können natürlich verfolgen, ne? Oh, guck mal, der ist jetzt da und da und mein Paket, da steht ja meist noch drin, ne? Noch ein, zwei Stops vor dir. Ja, mhm, super. Und wenn ich aber als Springer gerade die Tour vielleicht ein bisschen anders fahre als der Stammzusteller, mhm, habe ich da vielleicht noch fünf Stops vorher. Mhm. Wonach sich aber mein Scanner ja in dem Fall auch nicht ganz richtet. Also der geht natürlich nach der Gangfolge, so wie der Bezirk gedacht ist und geplant ist. Aber bei manchen Bezirken, es macht halt einfach keinen Sinn. Vor allem, das sind bestimmt da Leute dabei, die jetzt lesen können. Ja. Jetzt habe ich auch mal eine Frage. Ja. Das heißt, in diesem Scanner ist praktisch eine Liste hinterlegt, was du an Sachen dabei hast, die geliefert werden müssen. Daraufhin berechnet der eine Tour. Nein. Ist es irgendwie, die Tour, nee, weil ich dachte, die Tour ist fest. Also die Tour ist fest. Also das heißt, du hast, ich nehme jetzt mal einfach 10 Straßen. Beispiel, ne? Du, ja, hast 10 Straßen, Straße 1, 2, 3, 4, 5, in der Reihenfolge, mhm, ist die Tour. So, du scannst morgens deine Pakete und über die Sendungsnummer hat er ja die Adresse drin. Ja. Und da anhand dessen sortiert er dir das in der Reihenfolge, wie du es brauchst. Also wie der Bezirk gedacht ist. Mhm. Aber teilweise sind die Bezirke noch so geschnitten von früheren Zeiten, wo noch Paket und Brief getrennt gewesen ist, mhm, sodass du halt, klar, ohne Pakete läufst du natürlich auch mal eine größere Runde. Kannst, mhm, du ja aber nicht machen, wenn du noch Pakete hast. Wo sollst du den ganzen Scheiß hinpacken? Du, mhm, hast ja die großformatigen Briefe, also die DIN A4 und die Zeitungen und so. Die, ja, habe ich halt meistens auf dem linken Arm. In der linken Hand habe ich die Kurzbriefe. Ja, und mit der rechten Hand werfe ich halt ein. Und da, mhm, kann ich halt nicht noch zusätzlich Pakete für die ganze Runde mitnehmen, je nachdem, wie viel halt da sind. Mhm. Und dementsprechend sortiere ich mir das dann halt schon mal um, dass ich halt ja, kleinere Runden habe, ne? Dass ich nicht so viel auf der Hand habe. Weil ich dachte, dass du jetzt praktisch, du bist in Haus 1 angekommen, ganz normal, mhm, dass du dann praktisch mit dem Scanner hingehst und hast es dann auch bei dir geortet drin und scannst dann im Endeffekt Paket 2 ein und dann wird in dem Fall durch das GPS abgesendet an den Empfänger von Paket 2, dass er die App auf der App sieht, okay, dann bist du da. Ja, das so dachte etwa, ich, dass es dann so ist. So in etwa kannst du es dir auch vorstellen. Anhand dieser Tonliste rechnet, mhm, der Scanner ja natürlich, oh, guck mal, bis zum, keine Ahnung, bis zur Goethestraße 1 sind es noch 2 andere Pakete vorher. Und das kriegt der Kunde ja angezeigt. Der Kunde kriegt angezeigt, der, mhm, hat noch 2 Pakete vor dir. Ja, ja. So, wenn ich aber die, keine Ahnung, was nehme ich denn jetzt für eine Straße? Keine Ahnung. Die Schillerstraße. Die Schillerstraße. Wir waren bei Goethe ja schon. Ja, ja, ist okay. Wenn ich aber die Schillerstraße jetzt, die Schillerstraße 5 vorher mache, mhm, was eigentlich nicht vorgesehen ist, aber es gerade funktioniert, weil beispielsweise auch einfach der Kunde vielleicht gerade vor mir steht, mhm, dann liefere ich ja erstmal das aus, logischerweise. Ja. Und dann passt das... Für, ja, den Kunden A in der Goethestraße 1 schon nicht mehr, dass ich 2 Kunden vor ihm habe, sondern ich habe hier noch einen davor gezogen. Ja. Ich meine, das sind ja auch nur die Pakete, was in der App angezeigt wird. Das mit ist den Stops. Ja. Weil das ist auch was viele wahrscheinlich nicht checken, dass diese Briefsendungen, also nur weil da steht noch 2 Stops und da oben an der Straße sehe ich das Auto schon quasi, mhm, heißt es nicht, dass jetzt quasi nur noch 2 Häuser angefahren werden, sondern es können alle angefahren werden bis hier zu mir, ja, weil die anderen Briefe bekommen. Ganz genau. So. Da gibt es bestimmt auch welche. Oh, ich habe genau gesehen, wir, ja. Hatten wir tatsächlich selber. Okay. Wir hatten, also mein Freund ist auch in der Zustellbasis, wo ich bin. Ja. Und wir hatten beide frei und haben so ein kleines Päckchen erwartet. So. Wir, mhm, sind, bei uns ist es noch so, dass Briefe und Pakete getrennt sind, bei uns in der Straße, ja, weil wir wohnen halt an der Hauptstraße. Mhm. Und dann stand da halt auch ja noch ein Stop vor dir. Und ich gucke auf diese Karte, ich dachte so, Alter, der ist noch am Arsch der Welt. Wie so, so gefühlt, ne? Ja, und dann irgendwann nachmittags kam er dann. Ja, dann habe ich aufgemacht, bin runtergegangen und da steht da ein Kollege von mir vor mir. Ich dachte so, super. Spitze, das ist halt genau so ein Beispiel, ne? Morgens, ja, steht da ja noch ein Stop vor dir. Klar, wenn der aus seinem Briefbezirk nur 2 Pakete hat, dann, ne? Bin, ja, ich der zweite Stop, aber das kann halt nachmittags werden. Ja.
Das ist auch so ein cooles Ding, was mir gerade so einfällt. Ja? Man fragt sich ja immer, wer bringt den Postboten die Post? Das sind also quasi Kollegen, genau. Ja. Aber wie ist das denn, wenn du in deinem eigenen Bezirk leben würdest? Geht das? Kannst du dir selber Sachen zustellen? Ja, klar. Echt? Natürlich. Warum denn nicht? Ich bin jetzt, weil also ich persönlich, guck mal, pass mal auf. Wenn zum Beispiel, das ist mir schon passiert. Ja, dein Haus nicht, alle anderen ja. So. Dann gebe ich es beim Nachbar ab. Ist dann schreibe ich rein, wurde beim Nachbar abgegeben und hol's am nächsten Tag. Ja, Moment. So einfach ist es nämlich nicht. Du musst es ja bis hin, du musst ja eine Verifikation haben, dass du es bekommen hast. So, weißt du, ja, was ich meine? Ja, das macht deine Nachbar. Du musst es ja, du scannst es dann, ne? Der Schizophren. Du drückst einfach so, hier, da ist das Gerät. Ja, so, jetzt drückst Gerät. Du auf meinen Namen, ja. Scannst es ab und dann lässt mich unterschreiben. Genau. Ja, guck mal, hey, gib den Fünfer. So. Ja. Du weißt, wie es funktioniert, du kommst vom Dorf. Ja, aber das Ding ist ja, ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt bekommst, dein Paket ist irgendwo im Verteilzentrum, da kommst du ja nicht mehr ran. Du kommst nicht ran. Du kannst nicht einfach da hingehen und sagen, oh, ich bin das, hier ist mein Ausweis, bitteschön. Die sagen, nö. Nee, also im Paketzentrum hast du da sowieso keine Chance, weil ja, genau. Erstens wird ja sowieso alles maschinell bearbeitet. Ja. Ja. Da gibt es schon lustige Sachen da. Also, dann Paket ist es aber in Deutschland aber so, mein, weil das habe ich hier hingekriegt in Spanien. Im Paketzentrum, wo sie das verteilen. Ja, also von, das war du hinter die Bande rein und dann hast du einfach, ne, Alarm ausgelöst. Ich habe einen deutschen Ausweis vorgezeigt, dann haben sie Angst gekriegt. das war halt auch ein Paketzusteller und wurde auch gesagt, dass es halt wieder dort ist und dann bin ich da halt hingefahren und habe gesagt, hier, passt auf, der hat es nicht geliefert, der war definitiv nicht da, weil bei uns war den ganzen Tag war jemand zu Hause, es hat nicht geklingelt, es wurde nicht beim Nachbar irgendwas abgegeben, sonstiges, das muss hier sein. Ja, nö, ist es nicht, und soll ich dann, ich bleib so lange da, bis ich das hab. Das ist keine Art oder? Und Weise. War schon, also das war für die schon ein Verteilerzentrum für Galizien. Ja, also jetzt sowas nicht wie ein Stützpunkt. Ne? Genau. Also ja. Natürlich nicht für ganz Spanien, logischerweise, ne? Aber schon für ganz Galizien. Ja, gut, da kannst du schon Glück haben, dass du es kriegst. Also das wird auch in Deutschland funktionieren. Okay. Aber ich habe jetzt so von diesen großen Paketzentren und Briefzentren, wo ja, genau. Halt wirklich einfach verteilt wird auf Städte teilweise sogar. Hast keine Chance. Da hast du keine Chance. Ja. Also das macht doch gar keinen Sinn. Die können da nicht einzelne Pakete rausnehmen. Ich habe ja die Ausbildung gemacht und während der Ausbildung läufst du ja einmal alle Stationen quasi durch. Ja. Und ja, das sind viel zu viele. Also in den Paketzentren müsst ihr euch halt einfach so vorstellen, das sind Förderbänder quasi überall. Das läuft ja alles maschinell. Ja, ja. Da werden ja, wird der eine Scanner nach dem anderen, dann ja, geht genau. Das, keine Ahnung wohin. Richtig, über Scanner werden halt die Adressen gelesen und dann in Kombination mit dem Identcode und dann ja, läuft das alles über so, ja, so Rutschen an die Tore und da werden es dann in der LKW verladen. Hm. Also da hast du keine Chance, irgendein Paket rauszufischen. Also ein spezielles ja. Jetzt, ne? Ja. Hast du während deiner Ausbildung, hast du da auch mal arbeiten dürfen? Also ich habe gehört, dass man ab und zu mal so die Abteilung wechseln kann oder mal so ein bisschen Einblick kriegt in so ein Verteilzentrum. Also ich ja, durchläufst im Endeffekt alle Abteilungen einmal. Ah, okay. Das heißt, klar, wir haben halt in der Briefzustellung angefangen. Ich habe damals mit dem Fahrrad zugestellt. Klar, da kriegst du halt die meiste Zeit bist du in der Zustellung. Dann hast du aber auch einen Abschnitt gehabt, wo du im Briefzentrum warst, wo du dann halt auch an die Maschinen gearbeitet hast, ne? Mhm. Dann waren wir, ja gut, Paketzentrum haben wir tatsächlich nur angeguckt. Da haben wir nicht großartig gearbeitet, da haben wir halt wirklich nur uns das einmal angeguckt. Wir waren im Postfach, also. Muss eng geworden sein. Wie man es halt. Ich habe gerade genau das Gleiche gedacht. Also, warte mal, da gibt es auch größere Fächer, gell? Passt da ein Mensch rein? Wusste ich gar nicht. Das tut mir so leid. Aber mich beruhigt ungemein, dass Tobi gesagt hat, er wollte gerade selber sagen. Das lässt schon tief blicken. Ist das so? Ah ja. Guck mal an, du. Ich wusste ja. Gar nicht, dass man da rein kann. So. Okay. Ja, Filiale haben wir uns halt auch einmal, es waren halt immer so Wochen, zwei Wochen oder so, ne? Ja, ja. Entschuldigung. Man sieht euch lachen, ne? Das wisst ihr. Mann, es wird nichts mehr davon.
So, Patrick ist noch mental im Postfach. Ach, tut mir so leid, ich hab Bilder im Kopf. Schickt uns doch was ins Postfach, Herr Backenbart.podcast. Einer nach dem anderen, nur nicht drängeln, ist Platz für alle da. Also, ja. Also mal abgesehen davon, wir werden gleich noch ein bisschen in die kritische Sache reingehen, denke ich mal. Aber was ich, trotz allem, was mal passieren kann, natürlich ist es ärgerlich, weil ein Päckchen nicht ankommt oder wenn es angedotzt ist oder wenn ein Brief nicht ankommt. Aber sind wir mal ehrlich, wie oft kam das schon vor in unserem Leben? Das ein oder andere Mal kann das bestimmt vorgekommen sein, aber wenn du bedenkst, was an Post, Paket, Päckchen, wie auch immer alles umgeschlagen wird, wie hoch die Genauigkeit einfach ist von der Zustellung her, das ist schon extrem. Für mich ist ein cooles Beispiel, ich meine, es ist kein Geheimnis, ich war in Auslandseinsätzen. Ich muss eine kleine Zahl reinschmeißen, also was die E+1-Zustellung angeht, also E+1 heißt ein Einwurf bzw. Einlieferung plus ein Tag, sind wir bei irgendwas über 99%. Und das, ne? Spricht eigentlich Bände, wenn man weiß, dass viele, viele Millionen Briefe pro Tag bearbeitet werden und auch Pakete. Ja, und das ist ja nicht nur innerhalb Deutschlands. Ne? Es ja, ist richtig. Es kann ja sein, dass von Deutschen alles, was hier rausgeschickt wird, weltweit, das ist halt, ne? Und dann geht es ja über LKW, über Zug, über Flugzeug. Also wie gesagt, das Beispiel, ich war stationiert in einem Ort, der war 200 Kilometer Luftlinie von der chinesischen Grenze weg, in Badakhshan. Das ist die ärmste Region in ganz Afghanistan. Also da ist Armut hoch 10 gewesen. Und trotzdem ist es so, wenn ich Post abgeschickt habe zu einem gewissen Tag, dann war das ratzfatz da. Wenn du donnerstags abgeschickt hast, war der Brief spätestens Montag in Deutschland. Das ging über Darmstadt. Das ging ganz normal über die Bundeswehr, ging das raus. Ja? Oder halt übers Militär generell. Das, ich meine, du hast ja eine Feldpost. Ja, habe ich übrigens einen Patch an alle Feldpostler da draußen. Ultra selten, kriegst du nicht oft. Ich habe einen Patch bekommen. Die sammeln das, wird dann ganz normal mit Waren, mit allem drum und dran, was da halt rausgeht, abgeschickt und geht dann ganz normal über die Luftwege nach Deutschland, nach Darmstadt. Es läuft alles über Darmstadt, aber es fährt über ein riesengroßes Verteilerzentrum in die normale deutsche Post mit rein. Auch haben die das so schnell geschafft? Haben die mit dem Kampfjet da und haben einfach mitgenommen das Ding oder was? Nee. Das ist ganz mal in eine Transall oder in je nachdem halt, ne, eine C-130 und wie auch immer, ist es dann über, ja, egal wer halt bei uns gelandet ist, ob das die Amis, Briten, Niederländer, Belgier, Deutschen, völlig egal. Das wurde dann einfach über den ganz normalen Warentransport mit verschickt. Und egal was, also du konntest ja auch ganz mal bei Amazon bestellen. Du hast halt eine Adresse angegeben, wo dein Feldlager mit dabei steht, wo das ist, und hast aber eine deutsche Adresse. Das heißt also, du gibst Darmstadt an. Ja, du schreibst meinetwegen dieses Feldlager in dem und dem, bla bla, in dem und dem Land. Du musst halt gewisse Sachen draufschreiben. Dann schickt das im Endeffekt Amazon, sagen wir jetzt mal Amazon oder irgendjemand, der halt zustellt, schickt das dann nach Darmstadt. Ja, und von dort aus wird es dann über die Feldpost der Bundeswehr in die jeweiligen Einsatzländer, in die jeweiligen Feldlager geschickt. Und es ist völlig egal, ob du nur ein Außenlager hast oder ein riesengroßes Feldlager mit Tausenden von internationalen Soldaten. Das fand ich schon extrem krass, weil es gibt ja dort auch diverse Shops, wo du was kaufen kannst. Ne? PX heißt es, ja. Wo du ja steuerfrei Sachen kaufen kannst, von Uhren über Getränke, kriegst du alles. 25 Kilo? 25 Kilo. Einfach holen. Frei zusammenstellbar. Absolut, ja. Hätte ich mal. Kannst du mal gucken. Bestellen können, ne? Ja. Aber ja, das fand ich halt echt krass. In ein paar Tagen ist es da und ich habe mal was nach Spanien geschickt, weil er was über eBay verkauft habe. Ja, ja, zu mir wieder nicht. Nee. Und das Ding hat 3 Wochen gebraucht. 3 Wochen. Ein Paket. Ja, das hatte ich ja, glaube ich, eingangs schon gesagt. Das hängt auch ziemlich viel dann beim Zoll, ne? Es gibt's nicht, ey. Es ist unfassbar. Ja. Tja, hätte ich mal keine Drogen verschicken dürfen. Ja. Daran lag's. Die haben wahrscheinlich erstmal selber was probieren müssen. Ob das gut ist, ob man das weiterschicken soll oder weil es schlecht ist, weißt du? Oder ob man es behalten soll. Gut, anyway. Die Drogenaufklärungssache machst du dann nachher. Ist das auch geklärt? Finde ich gut. Also kleine Kinder, macht das nicht. Ja. Das ist nichts für euch.
Ich muss sagen, dass ich leider bei meinem Versuch beim letzten Mal kam das nicht so ganz rüber, wie es gemeint ist. Ein guter Bekannter von mir, oder ein Freund, der hat mir das dann auch dementsprechend geschrieben, dass ich dann doch, der Versuch war da, zu sagen, dass es nicht gut ist, aber ich habe trotzdem über die Sachen berichtet, die ziemlich gut waren. Ja. Aber ja, Fakt ist, tut es nicht. Nein. Ja, esst lieber Seidebacher Müsli. Jawohl, das lecker. Ist etwas rechts, Kerle. So, ja, sehen wir das auch wieder. Aber nach dem kurzen Werbebreak ist es ja auch so, dass du hast ja schon über einen gewissen Druck gesprochen, dass du halt pro Paket, das wurde runtergerechnet, 3 Minuten hast, was eigentlich nicht zu schaffen ist, außer alles läuft perfekt, ne? Parkplatz direkt vom Haus rausgesprungen. Ja, der Paketempfänger springt dir schon über die Blümchenwiese stolz entgegen und levitiert zu deinem Standort, um dir das Paket abzunehmen, dir einen Kuss zu geben, 10 Euro Trinkgeld zu geben und seines Weges zu levitieren. Darfst du nicht annehmen? Danke für das Kopfkino. Oder? Ja, gerne. So, gerne, hätte ich gerne gemacht, wenn Oma Trude im Nachthemd anlevitiert kommt. Leicht wie eine Feder. Weil die Valium, oh mein Gott, dein Geist. Weil die Valium gewirkt haben. Aber die Sache ist, das habe ich auch Bilder im Kopf. Sieht klasse aus, kann ich sagen. Kannst du nicht projizieren. Aber die Sache ist doch, dass es einfach nicht so ist. Und bisher haben wir ja gesagt, die Leistung, die da abgeliefert wird, ist klasse von jedem Einzelnen. Und ich ziehe da wirklich meinen Hut, bei Wind und Wetter trotzdem zuzustellen, dass nichts kaputt ist und. Ist alles top. Aber du bist ja auch ein bisschen da, um die Schattenseiten auch so ein bisschen zu zeigen, ohne dass du jetzt natürlich in Probleme kommst. Aber erzähl da mal was für dich so immer die größte Schattenseite an der ganzen Sache ist in diesem Beruf. Ja, durchaus der Stress auf jeden Fall. Also, dass du im Endeffekt, grundsätzlich stehst du halt immer unter Zeitdruck. Du bist ja immer dran, dass du deinen Bezirk am Ende des Tages schaffen kannst und schaffst. Mhm. Ja klar, Wind und Wetter ist zum Teil halt auch nicht so cool. Also ich meine, ich brauche nicht immer strahlenden Sonnenschein. Im Gegenteil, ich bin sowieso nicht so der Sonnenliebhaber. Aber ja, so strömenden Regen brauche ich halt auch nicht. Und auch im Winter ist es halt teilweise schon kritisch, ne? Also ich wohne halt im Bergischen Land und das ist bergig. Im Winter bergig. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, im Winter kann keiner mehr Auto fahren. Gut, das ist ja immer so. Der erste Schneefall und dann wurde runtergebremst auf 10. Ja. Naja. Slicks. Ich mache schon immer so meinen Spaß, wenn so die ersten Schneeflocken kommen. Ne? Dann sage ich dann auch schon, ey, du, ich kann nicht mehr fahren, das geht nicht. Gibt es diese Postschlitten? Nee, weißt leider du? Nicht. Postrentier von der Dann hatten wir diesen extremen Winter. Da waren halt die Straßen, die waren teilweise komplett dicht. Und ja, ich habe mir tatsächlich einen Schlitten ausgeliehen von dem Kunde. Ich bin die Straße echt? Mit dem Schlitten abgelaufen, ja. Ich konnte nicht reinfahren. Das ging nicht. Also ich hätte reinfahren können, aber ich wäre nie wieder rausgekommen. Beim nächsten Mal machst du die 2.0-Version. Du gehst zum anderen Nachbarn, der 2 Hunde hat. Ja, nimmst dann, wir hatten ja vorher schon von der Oma gesprochen, die ja den 30-Kilo-Sack für den Chihuahua bestellt hat. Ja. Schöpfst du einfach mal eine Kelle mit raus, das kriegt ihr ja gar nicht mit, ja, weil der Chihuahua sowieso schon zu fett ist, der hat nämlich schon 2 Pakete dieses Jahr weggefressen von dem Zeug und gibst es dann einfach dort ab und dann kriegst du die Hunde und den Schlitten und dann lässt er dich gemütlich durch die Straße fahren. Ja. Ja. Oder? Klar. Da sagt einer, wir sind nicht inspirierend. Ja, undankbare Kunden hat man halt auch das ein oder andere Mal, ne? Oder auch einfach Kunden, die ziemlich wenig Verständnis haben. Also ich meine, ich hatte jetzt die letzten 3, 4 Wochen mittlerweile schon, auch selber Probleme mit dem Rücken. Mhm. Und ich hatte halt auch den einen Tag durchaus, ich glaube, 3 schwere Pakete, 3, Minimum 20 Kilo, ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall so Wein. Und die hatte das Tor offen. Also ich habe halt einmal die Möglichkeit, oben lang zu laufen. Das ist aber so ein schöner Weg, wenn der nass ist, dann legst du dich auch mal ganz schnell auf die Nase. Mhm. Und die andere Möglichkeit ist, du fährst halt einmal rückwärts die Einfahrt runter. Oh, das habe ich halt gemacht, weil dann bin ich halt schon ein Stück näher an der Haustür. Ne? Klar. Hab ihr dann die Pakete dahingestellt und die sagte dann so, ja, aber die Einfahrt ist ja eigentlich nicht zum Runterfahren gedacht.
Für was denn dann? Für was dann, wenn es dann einfahrt? Ja, da habe ich mir auch gedacht. Mit Schlittschuhen da rein, oder was? Ich habe dann zu ihr gesagt, ich fahre sonst nie hier runter. Ich komme immer über den Weg. Aber wenn ich jetzt mal 3 schwere Pakete habe und sowieso schon Rückenprobleme habe, dann werde ich doch die Einfahrt nutzen dürfen, oder? Ja. Ihre Antwort war dann, ja, dann suchen Sie sich doch einen anderen Job. Da habe ich gesagt, ja, das mache ich auch mal eben so nebenbei. Wie wäre es mit einer Paketsperre für die Dame? Dann darf sie ihre Scheißpakete immer in der Filiale abholen. So. Also, wird aber fuchsig, der Tobi. Ey, ich hasse sowas. So aber nicht. Ich hasse solche Leute, weißt du, die sowas für selbstverständlich nehmen und sich so bedienen lassen. Da kriege ich echt, also, ich hab wirklich Respekt vor diesen Jobs wie deinen zum Beispiel. Weil ich genau so einen Scheiß weiß, ja? Genau diesen Stress, diese Leute, die so patzig werden an der Tür. Letztes Mal, der Kollege hat da nicht. Weißt, was aber es das heißt doch die erste verschlossene Tür, oder? Bei uns ja. Ja, klar, ja, aber das ist halt ein Einfamilienhaus. Das ist die erste verschlossene Tür, die Haustür. Das ist halt nun mal. Ja, nö, das ist also doch das in Tor. Dem Beispiel zumindest. Nee, dann das Tor ich das ist ja nicht verschlossen. Ja, Interpretationssache. War zu in dem Moment. Soll ich erstmal das Gegenteil beweisen? Einfach so die Dinger da schon leicht oben auf dem Ding ausbalanciert, weißt du, dass er so schon Probleme hat, das Ding. Oh mein Gott, würde ich mir ach, da was einfallen lassen. Darum geht's gar nicht, aber manche bringen halt überhaupt gar kein Verständnis auf. Ja. Null. Oh, für mich wäre das nichts, war ne? Da dein, was war denn so dein krassestes Erlebnis, was du bis heute sagst, boah, da holla die Waldfee. Da gibt's einige. Deswegen hat er gesagt, Büchse hat Pandora aufgemacht. Nimm eins. Ja, manches vergisst man auch schon wieder, weil man sich sonst wieder viel zu sehr drüber aufregt. Ja. Das merke ich halt, wenn ich irgendwas erlebe und ich erzähle das meinem Freund, der regt sich mehr auf als ich. Das ist halt echt so. Der regt sich da mehr auf als ich. Das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt nicht ablenken. Ihr? Ja gut, das war auf jeden Fall schon mies. Mhm. Ja, so wenn es so, am besten sind auch die Sprüche, wenn es heiß ist, ne? So 30, 35 Grad oder was. Und dann läufst du in die 4. Etage und dann kommt doch die Frage, ist warm, ne? Ja, nee, weißt du? Ich hab das Eimerglas mit Schweiß mitgebracht. Da habe ich das Bild im Kopf, wo zwei Maiskolben dran sitzen. Einer ist die Frau, die bügelt gerade. Der Mann kommt die Tür rein, überall. Der sieht halt aus wie Popcorn außenrum. Und sie fragt, na, heiß draußen, ist halt die Fresse. ja. Aber was ist denn, dann okay, dann machen wir es so anders. Okay, das hatte ich, aber was war das Skurrilste, was du jemals hattest? Also wirklich skurril. Jemand nackt. Absolut. Nackt die das Tür wollte aufgemacht. Das wollte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, aber das wäre zum Beispiel, würde unter skurril passen. Oder doch, hast du so deinen Mann kennengelernt? Was? Nein, meinen Mann habe ich tatsächlich auf Arbeit kennengelernt, aber nicht ja, so. Ja, deswegen drei Jahre. Aber nicht so. Nee, aber das mit dem Nackt ist schon eine ganz gute Vorlage gewesen. What? Ja. Echt jetzt? Ja. Ein Mann? Warum? Also es war tatsächlich ein Mann, ziemlich, ja, ein alter Mann auf jeden Fall. Also das eigentlich will man es nicht sehen. Und ich der hat Antifaltencreme halt, bestellt. Ich habe das Paket halt wirklich so gehalten, dass ich nicht... ne? Was? Ja. Warum macht er so? Warum? Der hat das immer so gemacht. Also das war damals, als ich aus der Ausbildung raus, hat man uns ja Angebote gemacht und dadurch bin ich ja überhaupt erst nach NRW gekommen. Ich bin dann ja 3 Wochen mitgefahren und die Kollegin hat schon gesagt, pass auf, wenn du da hingehst. Die hat mich also, Gott sei Dank, hat die mich vorgewarnt. Der hat sich gemacht. Immer. Also ich hätte dich nicht vorgewarnt. Wow. Immer. Der gibt gut Trinkgeld. Die Frau von dem hat sich dann halt meistens auch entschuldigt. Für ihn. Ja, warte. Moment. Wenn der ja? älter war, dann war der vielleicht, der hat es nicht mehr gerafft, dass er keine Hose mehr anhat oder so. Ich meine, er war splitterfasernackt. Also nicht nur keine Hose. Ja, gut, aber es gibt ja auch schlimmere Sachen. Leute, also es gibt ja wirklich gerade, wenn du dement bist oder keine Ahnung, was alles, dann. Ne? Ich meine, aber das zieht doch untenrum. Ich meine, das musst du doch, wenn du die Tür aufmachst. Wenn da mehr Falten als alles andere ist oder der Bauch drüber lappt, merkt man das vielleicht auch nicht mehr. Wenn da so ein leicht, weißt du, Winter auch, wenn da so ein kühles Lüftchen rum... Das gibt Dinge, die möchte ich mir nicht vorstellen. Das zieht doch.
Deswegen sagt er auch Oma Trude immer, dass es frühlingsfrisch, was sie gekauft hat, Mensch. Ganz angenehm ist. Was kein frühlingsfrisch ist, sondern das laue Lüftchen ums Säckchen drumherum. Durch unsere Wohnung wohl, fliegt immer ein laues Lüftchen. Ja, ja. Ich meine, vielleicht war er mal Meteorologe und hat immer so die Windrichtung bestimmt. Oha, jetzt wird's. Hat er dann im Endeffekt einen Windsack gehabt oder was und hat dann Bescheid gegeben? Die Windhose ist weggeflogen. Oh Gott, ey. Ja. So. Ihr werdet es auch geklärt. Hätten wir das jetzt auch. Gut. Grüße gehen raus an den nackten Mann, ne? Ja. So. Darfst dich gerne mal melden. Nein! Ja. Nein. Den Podcast machst du dann aber alleine. Tobi sprach zuerst mit dem Hodensack. Bitte gehen raus an Patrick. Ja. Das wäre doch was für deinen OnlyFans-Kanal. Endlich mal wieder Content. Da wird er gleich gesperrt. Ja. Mit so viel können die nicht umgehen. Mit so viel Nacktheit. Okay, aber du bist wenigstens vorgewarnt worden. Das ist richtig, ja. Ja. Aber also ich will jetzt nicht, dass groß über Geld geredet wird. Über Geld, ich mag das selber nicht, redet man eigentlich nicht. Aber jetzt mal abgesehen davon, dass es immer so ein Klischee ist, jeder sagt, ja, man muss mehr verdienen. Ja, das ist meistens wirklich berechtigt, brauchen wir nicht drüber reden. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen Klischee-like. Ne? Aber sagen wir mal, abgesehen vom Geld, was müsste sich deiner Meinung nach in diesem Berufszweig wirklich ändern, dass es wieder attraktiver wird, auch für Menschen diesen Beruf zu nehmen? Und was ist vielleicht früher besser gewesen, als es vielleicht heute ist? Naja, zu früher kann ich ja gar nicht so viel sagen. So alt bin ich noch nicht. Also man hört natürlich die Erzählungen, dass früher, ja, so im Sommer warst du um 12 Uhr fertig. Kann ich euch sagen, ist ein Trugschluss, ist nicht mehr so. 12 Uhr nachts ist es jetzt. Naja, so schlimm auch nicht, aber wir hatten jetzt tatsächlich erst wieder Dienstplanwechsel und wir haben jetzt schon Dienstzeiten von knapp 10 Stunden. Also, wow. Ja. Uff. Ja. Das ist ordentlich. Gut, ist aber wahrscheinlich auch einfach der Zeit geschuldet, ne? Weihnachten. Die werden alle wieder bestellen wie die Doofen. Es ist nun mal die Hochzeit bei der Post. Ja, da außer jetzt mit den neuen Gasrechnungen und Energie und so weiter. Wer weiß, wie sich das dann auch auf euch auswirkt, ne? Bis jetzt merke ich davon noch nicht viel, dass sie irgendwie weniger bestellen würden. Okay. Also die Paketmengen sind halt immer noch dieselben. Ja, Bezahlung an sich, ich bin ja direkt bei der Post, also ich bin ja nicht über einen Subunternehmer oder so. Von daher ist die Bezahlung schon in Ordnung. Klar, mehr geht immer, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Aber so an sich ist es in Ordnung. Aber ich denke, dass der ein oder andere mehr Mitarbeiter und auch ein Stück weit kleinere Bezirke definitiv die Zufriedenheit steigern würden. Also mehr Personal, kleinere Gebiete, um bessere Abdeckung zu haben. Ja. Ja, schlussendlich hast du ja dann auch eine viel bessere Qualität, weil du dich ja auch viel besser um die Kunden kümmern kannst. Du kannst ja vielleicht doch das ein oder andere Mal öfter beim Nachbarn klingeln, wofür du ja im Grunde jetzt aktuell gar keine Zeit hast. Also, ne? Meistens ist es halt einfach so, du klingelst, der ist nicht da, dann versuchst du noch einen Nachbar und dann musst du aber auch schon wieder weiter. Naja, du hast die Zeit ja gar nicht. Ja. So, und wenn ich die Zeit öfter und besser hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch komplett alle Pakete zustellen und, ne? Ich kann mich halt, also in diesem Bunde bin ich ja der Alte, aber ich kann mich noch zurückerinnern, wo das Ganze aber noch persönlicher war. Also das ist wie so der Draht zum Postboten oder Postbotin, genauso wie der Draht zum Schornsteinfeger oder wie es auch hier in einem oder anderen Dorf, wo ich vorher gewohnt habe, in Meda, wenn der Bäcker vorbeikommt, der weiß schon, was du so für die Woche vorbestellt hast und hingeht und dann hängt er am Treppengelände außen, nicht innen, außen, wo jeder andere Säck holen könnte, die Tüte, wo dein frisch gebackenes Brot drin ist.
oder Brötchen oder sonst was. Das habe ich hier wieder gesehen. Ich habe mich sofort in meine Kindheit zurückversetzt gefühlt, weil da war das noch so. Irgendwie. Und da war das irgendwie, du kanntest den Briefträger, die Briefträgerin beim Vornamen und die wussten ganz genau, wer du bist, wie du heißt. Und das gehörte einfach zum Bild dazu. Ich kann mich daran erinnern, ich war auf der Straße bei uns in der Gasse. Du hast gespielt, mit dem Fahrrad gefahren, gekickt oder was weiß ich was. Und du wusstest, das ist Briefträger so und so. Ja. Ja, das aber hast du halt heutzutage nicht mehr. Das hast du aber auch nicht nur, weil es mehr wird, sondern das hast du auch, weil die Bezirke gar nicht mehr zwingend fest vergeben sind. Es ändert sich ja auch alle paar Wochen, ein paar Monate was. Das heißt, dann kriegst du hier mal eine Straße weg und dann kriegst du da wieder eine andere Straße dazu. Also so ein richtiges an die Kunden gewöhnen hast du ja gar nicht mehr. Leider. Weil klar, wenn ich genau weiß, die Oma Hilde ist jeden Tag da, die nimmt fürs ganze Haus an, dann ist das natürlich ein einfaches, dann die Pakete auch loszuwerden. Wenn ich das aber nicht weiß, dann klingel ich erstmal alle anderen Nachbarn durch und keiner nimmt an. So 140 Klingeln, Klingelstreich machen so. Ja, übertrieben, aber so in 3 bis 4 Familienhäusern. Ja, das ist schon schade, aber ich weiß es auch noch ein bisschen von meiner Kindheit, dass es wirklich so war, wie Patrick gesagt hat. Mhm. Das ist einfach so. Ja, so ein bisschen gemeinschaftlicher war, weil er mehr Zeit hatte, der Postbote oder die Postbotin. Und da war es auch nicht so, also ich glaube nicht, dass es mit den Paketen so krass war, sondern da war eher so Briefpost mehr. Und also, da war auch nicht dieser Zeitdruck. Also ich so habe ich es in meiner Wahrnehmung von vor, ich rede jetzt auch schon, keine Ahnung, 25 Jahre oder 26, 24 Jahre, sowas. Aber so kann ich mich halt noch erinnern, wo ich klein war, so 5, 6, dass es auch so war, dass man auch mal so 5 Minuten an der Haustür gequatscht hat oder so miteinander. Oder 6 Minuten oder weißt du, noch Nachbarn dazugekommen, oh ja, hier, ne? Letztens in der Straße hier, weißt du, dann ging es halt los. Das ist, heute Ding Dong, jo, danke, ciao, pju, adios. Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das gibt's halt so nicht mehr. Ja. Aber damals war es noch so, dass Briefe und Pakete halt getrennt waren. Mhm. Das heißt, Briefe halt meistens mit der Karre oder mit dem Fahrrad und die Pakete halt mit dem großen DHL-Auto. So. Ja. Da war das ja noch ganz anders, weil dann hat der Briefträger halt auch wirklich nur die Briefe gehabt und ne, ist sein Bezirk halt abgelaufen und gut war. Und dann kam halt nachmittags oder wann auch immer der Paketbote nochmal extra. Aber das machen sie jetzt alles zusammen. Früher war es halt so, dass nur auf dem Land diese gemischte Zustellung gewesen ist. Jetzt machen sie es ja auch in der Stadt. Also wir haben bei uns, ich glaube, wir haben knapp 30 Bezirke bei uns. Und 1, 2, 3, 4, 5, davon sind 7 noch Laufbezirke, reine Laufbezirke, also wirklich rein nur Brief. Mhm. Alles andere ist schon Brief und Paket gemischt. Mhm. Also Verbund quasi. Früher war alles besser. So, das ist, glaube ich, wir müssen leider zum Ende kommen. Ja, So ein bisschen drauf gucken. Ich habe mal wieder nicht den Button gedrückt auf meinem Stream Deck. Ich habe das voll drauf. Ich habe den Button extra. Ist schon fast eine Stunde, ne? Das ist ja Wahnsinn. Schon krass, ne? Wie schnell das Wahnsinn, wieder umgegangen ist. Ja. Was so, weil ich habe die Begrüßung gemacht, deswegen überlasse ich natürlich nicht nur dem Gast das letzte Wort, sondern auch dir dann praktisch den Abgesang. Was mir auffällt, weil es jetzt ja nicht, du bist nicht der erste Gast, den wir jetzt haben, der von seinem Berufsfeld berichtet und wie es da wieder die Zustände sind, wie es für einen selber ist. Wenn ich so ein Resümee ziehe von allen, die wir da hatten, egal welcher Beruf dabei war, ist für mich, es ist viel unpersönlicher geworden. Egal in welchem Bereich. Egal, ob das Betreuung ist, ob das Altenpflegebetreuung ist oder sonst irgendwas, ob das jetzt Post- und Briefzustellungen sind oder keine Ahnung was. Für mich ist so ein Resümee, Stand jetzt, es ist einfacher,
die Menschen so als pure Ressource zu sehen, die nur da einzusetzen, wo es gerade gebraucht wird, egal was Sache ist, so für den ersten Eindruck. Und für alles andere, anstatt so Troubleshooting, wie man ja so schön sagt, werden einfach irgendwelche Hotlines eingerichtet, wo irgendeine Computerstimme dran ist, bis du da irgendwann mal mit jemandem sprechen kannst, der eigentlich mit dir noch nie persönlichen Kontakt hatte und gar nicht wirklich dir helfen kann, wie es sein sollte. So ist es für mich irgendwie immer mehr aufgebaut, dass alles entpersonalisiert wird in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, sehr viele Dinge tauchen erst gar nicht auf oder können sehr schnell und einfach geregelt werden, wenn der persönliche Kontakt da ist, wenn man weiß, wie die Personen ticken oder besser zumindest weiß und dadurch schon viel entkräftet werden kann. Das ist so, ja, für mich einfach, was ich bisher so für mich mitnehmen konnte. Das stimmt. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dich gemeldet hast. Und Leute, sie ist ein sehr gutes Beispiel, wie viele andere auch, die vorher da waren. Nicht scheu sein oder sonstiges, einfach vorbeikommen. Jeder hat irgendwo was Interessantes zu erzählen. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Nehmt Dori als Inspiration. Und ja, ich bedanke mich wieder mal. Und ich bin raus. Danke, Tobi, dass du wieder da warst. Danke an deinen Fruchtbarkeitsbaum. Immer, ich riech's aus. Im Hintergrund, ich glaube, ihm gefällt's. Er freut sich, guck. Ja. Hellblau erleuchtet, das ist ja, diese. Ja. Ja, siehst du? Es ist einfach, es erquicket meine Seele. Magisch. Und it's magic. It's magic. Ja. Und ja, vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal dann. Meine Seite aus. Ja, kann ich auch nur so zurückgeben, ne? Du hast zwar keinen Fruchtbarkeitsbaum, aber. Weißt du doch nicht. Sein. Okay. Gut. Möchte ich nicht wissen, wo der hängt. Ich hab nichts von hängen gesagt, aber ist in Ordnung, ich mein. Hängt, steht, was weiß ich. Gut, ja, genau. Vielen, vielen lieben Dank, Dori. Und ich sehe es ähnlich. Es waren, glaube ich, echt ganz coole Einblicke, so ein bisschen. Und ich hoffe, dass der ein oder andere da draußen vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann, was da so abgeht, ne? Wenn er was wieder mal seine 10. Bestellung da aufgegeben hat in der Woche. Auch mal vielleicht, weiß ich nicht, was würdest du dir gerne wünschen? Würdest du dir irgendwas Schokoladiges wünschen oder was sollten die Leute dir mal geben? So, weil ich habe gehört, Geld darf man nicht annehmen. Also so Trinkgeld doch, wie früher. Doch, darf man. Was? Wer legt mich da an? Ja, dann auch raus mit den Scheinen, Leute. Nee, manchmal reicht einfach ein freundliches Lächeln und danke mal. Danke, genau. Ja, danke. Genau. Also, habt ihr gehört draußen? Macht das bitte mal. Die Leute werden sich freuen, die euch immer diese schweren Sachen da liefern. Und vielleicht nächstes Mal die 25 Kilo per Spedition kommen lassen. So ist das nämlich. Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du Bock drauf hattest. An alle da draußen, die auch mal davon berichten möchten, gerne uns Bescheid geben. Backenbart-podcast.com könnt ihr mal ein bisschen nachlesen. Uns auch dann eine Mail schreiben oder auch auf Instagram folgen. Backenbartbrüder, genauso wie backenbart.podcast@gmail.com. Ne? Ihr habt es immer noch nicht drauf. Jim, ja. Ja. Definitiv. Wir schreiben uns selber selten. Wir schreiben uns, ja. Also, irgendwann kommt die Backenbart-Nummer. Deine Nummer mit Bart. So. Genau. Wir können gerne deine Handynummer drin verlinken. Ja. Für 9,99 Euro die Minute. ja. Ruf mich an. Sofort. Ja, auch vielen, vielen Dank an dich, Patrick, dass du wieder dabei warst, dass du Bock hattest. Ja, ich bin jetzt auch raus. Das letzte Wort hat bei uns immer der Gast, wenn es einen Gast gibt. Und deshalb verabschiede ich mich auch bei euch und gebe ab an Dori. Ja, ich bedanke mich, dass ich da sein durfte, dass das Thema interessant war für euch. Ich würde mich auch freuen, wenn wir irgendwann nochmal irgendwie das Vergnügen hätten. Ja, gerne. Vielleicht auch zu einem anderen Thema, wer weiß. Kein Problem. Ja, wenn sich bestimmt was finden. Ich denke auch. In diesem Sinne. Tschüss. Ciao, ciao.